Chupa Chups Disco Domes werden dir präsentiert von Chupa Chups. It's Party Time bei Nickelodeon on Tour. Kids von 12 bis 17 haben den Fanclub in Basel in Beschlag genommen und festet, was das Zeug hält zu den geilsten Grooves und Beats von Mr. Danos, dem Blick, dem Sam B, Mr. Pink, dem Larry F und dem Jack Holiday. Doch alles von Anfang an. Kurz vor dem 2 am Mittwochnachmittag in Basel im Inclub Fame ist alles ready für ein Event von der ganz besonderen Art. Da steigt nämlich der erste Chupa Chups Disco Dome in der Schweiz. Eingeladen sind alle Teens im Alter von 12 bis 17. Und die sind in Scharen gekommen mit einem Ziel. Party! Los geht's! Zuerst gibt's einen Eintrittsstempel und dann steht einem vergnüglichen Nachmittag mit den angesagtesten Schweizer DJs nichts mehr im Weg. Die Vorfreude bei den jungen Disco-Besuchern ist riesig. Am Eingang haben die Kids die Möglichkeit, Autogramm und Fotos vom DJ Danos und dem Mr. Pink zu holen. Und dann wartet der Dancefloor auf die tanzwütigen Teens. Während das junge Publikum die Tanzfläche rockt, haben wir mit den Stars Backstage wissen, welche Erinnerungen sie an ihren ersten Disco-Besuch haben. Es war am Sonntagnachmittag, soviel ich weiss. Es war ein spezieller Anlass, ich habe mich dorthin nie geschlichen. Wir hatten Schulfeeds, so, wirklich, wo man dann so kurz vor der Pubertät war. Und dort hat es alles Lustige zu machen gegeben, Flaschenspiele und so. Das haben wir natürlich besonders gerne gemacht. Nur wenn die Flasche bei der richtigen Person gelandet ist. Meine ersten Disco-Erlebnisse, die hatte ich. Das war, da war ich 13 und das war bei mir daheim. Ich habe sie selber gemacht, die Party. Und ich habe dort mit der alten Sega Mega Drive Konsole. Und Leute aus meinem Jahrgang kennen das noch. Angefangen Games rein tun und die über den Fernseher spielen lassen. Und mit dem Fernseher meine Stereoanlage gemacht und habe die Lieder so laufen lassen von diesen Games, oder? Michael Jackson, was weiß ich was alles. Ich habe das so faszinierend gefunden, wie viele Leute sich da bewegen zu cooler Musik, einen coolen DJ dort. Ich habe das dann öfters mal gemacht. Da ist es losgegangen. Also, seitdem bin ich nicht mehr zu stoppen. Das ist Musik, mein Sein und alles. Ich wollte jetzt nicht unbedingt sagen, dass mein erster Schulfeeds der Grund war, wieso ich Musik mache, aber es hat sicher dazu beigetragen. Genug belabert, als nächstes steht der Blick mit dem Sam B hinter dem Plattenteller und bringt das Publikum so richtig in Fahrt. Hi, mein Name ist George, mein iPod ist rot. Du hörst unsere Musik auf Radio 200.000, bevor es auf YouTube ist, aber nur weil es du bist. Das Wetter, neue Wind, Liebe, Schlieren, mein Kind. Hey, denn der Hass bleibt nicht mehr länger still. Hey, hey, yeah, yeah. Auch der Superstar Blick lässt sich natürlich nicht nehmen, nach dem Auftritt seiner Fans mit Autogramm und Fotos einen unvergesslichen Nachmittag zu bieten. Und wenn in Basel der Strom noch nicht ausgegangen ist, dann wird jetzt noch im Fame Club getanzt. Die nächste Party findet übrigens in Bern statt. Chupa Chups Disco Domes sind dann präsentiert worden von Chupa Chups. Yeah, yeah.